Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe zu Einwürfe der Skistammtisch. Ist natürlich wieder schön und es freut uns alle, dass ihr wieder mit dabei seid. Heutiges Thema ist Parasport und da darf ich gleich meine Gäste begrüßen. Zum einen ist das unser äußerst erfolgreicher Paraskisportler Marco Salcher. Hallo. Grüß dich, hallo. Und zu meiner Rechten ist es der Landessportdirektor Arno Arthofer. Hallo Arno. Hallo, servus, grüß dich. Und wer natürlich auch nicht fehlen darf, ja, und das, was wäre ein Stammtisch ohne meinen Kollegen Hanno Dorschan? Ja, servus, grüß dich. Starten wir mitten rein ins Thema, hätte ich gesagt, Parasport und vor allem der Paraskisport steht heute bei uns im Vordergrund. Und ich darf gleich mit unserem Aushängeschild beginnen, mit dem Markus. Markus, erzähl uns einmal, wie hast du überhaupt mit dem Skifahren angefangen? Ja, also bei mir war es eigentlich fast in die Wiege gelegt. Also ich habe zwei Brüder, ich bin der Mittlere und mein Papa ist Trainer gewesen. Und wir waren da am Nassfeld beim SV Tröppelach sehr aktiv. Und ich habe ja meine Behinderung seit Geburt an und deswegen war es eigentlich auch nie ein Thema, ob ich Skifahre, sondern wie ich Skifahre. So sei mal draufgekommen, dass ich zum Beispiel in der rechten Hand kein Stecken halten kann und halten werde in Zukunft dann. Und das Rennfahren, das ist dann einfach so gekommen. Und mit der Zeit haben wir dann auch irgendwie den Anschluss zum Behindertensport damals noch, also jetzt Parasport gefunden. Und ja, mittlerweile, glaube ich, hat sich sehr, sehr ausgezahlt. Das heißt, deine Einschränkung ist der rechte Arm? Genau, rechte Hand, rechter Fuß. Also ich habe heißen dort Hemiparese, also halbseitige Lähmung rechts. Das heißt einfach, bei der Geburt war ein Mangel an Sauerstoff, weil ich die Nabelschnur um den Hals gehabt habe und dadurch sind halt Gehirnzellen abgestorben, die rechte Seite steuern. Aber das junge Hirn lernt eher wie das ältere und deswegen habe ich ja gewisse Einschränkungen, zum Beispiel mit der rechten Hand ein Glasl zum Mund führen oder banale Sachen wie Schuhbandel binden oder Fingernägel schneiden, habe ich mir müssen eine eigene Technik aneignen sozusagen. Und beim Skifahren ist natürlich das Problem, dass ich das Sprunggelenk und die Wadenmuskulatur nicht ansteuern kann. Das heißt, ich kann auf den Linksschwung nur bedingt über den rechten Fuß außer beschleunigen, das heißt nach vorne lösen. Da habe ich einfach eine andere Technik schlussendlich finden müssen und die halt mehr oder weniger perfektionieren. Aber weißt du, was ist schon perfekt, gell? Du Markus, jetzt muss ich da einhaken, das interessiert mich gerade. Beim Training gehört da immer Vorbereitung dazu. Wie trainierst du als Parasportler? Bist du da in Kärnten, bist du in Klagenfurt? Wo machst du das? Also wie schaut das aus? Also die Vorbereitung, die läuft eigentlich über das Olympiazentrum Kärnten in Klagenfurt im Stadion. Und da sind wir optimal versorgt. Ich denke, das ist ein Vorzeigeprojekt für die anderen Bundesländer, weil eben Parasportler in Kärnten am besten, würde ich mal meinen, integriert sein in den Trainingsprozess. Und wir haben im Prinzip von der Leistungsergometrie, sprich Spiro, bis hin zum Sprungtest machen wir alles mit und wir haben eigentlich einen schönen Wochenplan. Ja, das ist top. Ja, und dann, wenn die Vorbereitung noch gut so vorangeschritten ist und du voll in Form bist, dann geht es auf die Piste. Wie läuft das bei euch ab? Bist du beim ÖSV, im Nationalteam, Paraski-Nationalteam? Da hast du dann einen Trainer, ich glaube, der ist sogar auch Kärntner. Erzähl ein bisschen was, wie das da so läuft. Genau, Sascha Kavila hat jetzt übernommen, ist ein Kärntner, war 3 Jahre Co-Trainer. Und wir haben das eigentlich so, dass wir sind da ganz eine normale Sparte im ÖSV. Und wir fahren wöchentlich, kannst du sagen, ein Training ab September zumindest. Und sind eigentlich dort, oder wir würden gerne dort sein, wo am besten der Schnee ist. Und ja, und schauen halt, dass jeder und jede zu ihrer Spezialdisziplinen sozusagen kommt und ein perfektes Training organisiert kriegt. Es war ja für uns alle nicht so einfach, den Markus da überhaupt einmal zu uns ins Studio zu bringen, wenn wir ganz ehrlich sind. Der Mann ist die ganze Zeit unterwegs, ja. Also der Parasport ist hochprofessionell inzwischen, oder nicht inzwischen, schon immer, oder hast du auch andere Zeiten miterlebt, interessiert mich auch. War das immer schon so top organisiert eigentlich? Nein, oder? Also ich glaube, ich war einer von den Anfängern sozusagen, die es so richtig professionell gemacht haben, weil ich bin 2006 ins Sportpark gekommen und habe eben 2005, 2011 maturiert. Nein, 2006, ja. Und ich war einer von den ersten Parasportler oder der Erste, der es gemacht hat. Und du lernst einfach dann in der Schule schon einen gewissen Ablauf, das athletische Denken. Du lernst, du hast da war dann die duale Ausbildung, was für mich und für meine Eltern sehr, sehr wichtig war. Und ich glaube, mit der Zeit und da mit mir ist es einfach auch professioneller geworden.
Wir waren dann 4, 5 Junge, die eigentlich dasselbe Ziel gehabt haben, nämlich sich professionell auf die Saison vorzubereiten und dann halt immer durchstarten und gute Leistungen auf der Piste zu bringen. Ja, ja, auch das Land ist ein ganz wichtiger Punkt oder halt Stützpunkt eigentlich mit dem Olympiazentrum, mit der Kärntensport, mit der ganzen Sportdirektion. Und wir haben da den Landessportdirektor eingeladen, der auch einen Bezug, glaube ich, zum Para-Behinderten-Skisport oder Sport allgemein hat. Oder auch Mentalbehinderte, bitte erklären Sie mal auf, wie ist denn dein Zugang eigentlich zum Behindertensport, sage ich jetzt mal allgemein? Ja, aber grundsätzlich ist es so, genauso wie der Markus hat jetzt ja schon extrem viele Aspekte angeschnitten, die essentiell sind. Einerseits, wie du es richtig sagst, aus der Familie aus, einmal, wenn mein Papa hat, der als Trainer schon fungiert, dann fällt das natürlich auch den Kindern dann leichter zum Sport zu kommen, ist ja ganz allgemein so. Bis hin dann, so wie du es genannt hast, das Schulsportleistungsmodell auch wieder ein Paket, wo wir schauen, dass die Sportler dementsprechend parallel dazu zu ihren Leistungssportler Ausbildung auch machen können. So ein ganzes rundes Paket mit dem Olympiazentrum als Trainingsumfeld, Betreuungseinrichtung sozusagen in Kärnten. Also ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt. Und das war für uns von Anfang an, wenn wir das Olympiazentrum, wenn wir uns bemüht haben, darum, um diese Zertifizierung zu kriegen, war es eine ganz klare Vorgabe vom Sportreferenten von Peter Kaiser, dass er gesagt hat, wir sind für alle da, nicht nur für die, unter Anführungszeichen, Top-Athleten, sondern schon für die Jüngeren auch, also die Kaderathleten, dass wir sie mit einnehmen. Und ganz klar, Inklusion ist bei uns kein Schlagwort, sondern wir leben das, sodass die Parasportler, und ich weiß noch, der Markus war ja einer der ersten mit seiner Trainingsgruppe, die überhaupt dieses Betreuungsangebot von uns in Anspruch genommen haben in dem Ausmaß. Das heißt, ihr wart für uns genauso wichtig wie wir für euch. Und so haben wir es gemeinsam sozusagen und mit jungen Athleten damals auch noch wie Hanno Duschan gemeinsam sozusagen. Da waren wir zusammen in der Gruppe, ja, stimmt. Ja. Nein, und das war genau das, was mir nämlich vom Beginn an einem Olympiazentrum so getaugt hat. Unterschiedliche Sportarten, unterschiedliche Leute, unterschiedliche Altersgruppen. Junge Athleten kommen zusammen, tauschen sich aus. Jeder gibt das Know-how weiter und sparen sich auch gegenseitig beim Training. Und also das ist schon eine tolle Geschichte, glaube ich. Und Hut ab vor deinen Leistungen. Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und ich weiß nicht, hast du es eigentlich auch mitverfolgt? Ich meine, der Markus ist zweimal Goldmedaille bei Olympia, dreimal Bronze, zweimal Silber und noch viele weitere WM-Medaillen. Jetzt haben wir nur zuerst von Olympia geredet. Hast du da den einen oder anderen Lauf oder alle? Wie warst du da dabei eigentlich? Wir haben gemeinsam mit Freunden, Familie sehr viele Läufe gesehen. Ja. Wir waren auch schon, wie gesagt, live dabei. Also das ist schon mitfiebern, da merkt man so richtig, ich weiß nicht, Markus, wie es dir noch agiert, du merkst schon in Kärnten eine Sportfamilie, die da haben mitfiebert, die mitzittert, wo man dann gleich per Handy austauschen untereinander und natürlich auch die Glückwünsche immer gleich übermitteln, wenn es geht. Und das ist schon etwas, wo man gern dabei ist, wo man gern begleiten will und möchte, um dann natürlich auch die Erfolge mitfeiern zu dürfen. Und wie gesagt, der Markus bringt da noch einiges nach Hause, wo wir uns dann gemeinsam wieder freuen können. Ich habe noch eine Frage zum Kirschblütenlauf. Arno, ich weiß, du bist ein passionierter Läufer. Du läufst, bist gerade eben eigentlich den Neujahrslauf, hast du, oder? Heißt der so? Ja, mit Silvesterlauf. Silvesterlauf, so, Entschuldigung, ja. Silvesterlauf mitgelaufen. Gut vorbereitet. Alles, was ich gestern gemacht habe. Genau. Und gibt es ja diesen Kirschblütenlauf. Was ist das eigentlich? Weil es ist ja auch ein Thema. Passend zum Thema jetzt eigentlich. Ja, der Kirschblütenlauf ist eigentlich entstanden aus einer sehr traurigen Geschichte von einem Mädel, die selber eine große Sportlerin war, aber schwer erkrankt war, eine Krebserkrankung gehabt hat. Nach 13 Jahren Kampf gegen die unterschiedlichsten Krebsarten, die sie gehabt hat, hat sie leider verloren den Kampf, aber sie hat so ein Kämpferherz, so einfach einen großen Willen zum Thema Sport und Bewegung auch immer gehabt und uns das einfach in einer Freundesrunde vermittelt und wir haben gesagt, damit wir sie nicht in Vergessenheit entfleuchen lassen, sozusagen sie immer nach vorne halten als Kämpferin, machen wir sozusagen einen Lauf, einen Kirschblütenlauf haben wir dann getauft, weil sie halt in den letzten Tagen, bevor sie verstorben ist, auch noch davon geträumt hat und ihren Eltern gesagt hat, sie hätte noch gerne einmal die Kirschblüte in Klagenfurt erleben, hat sie leider nicht mehr geschafft, haben wir gesagt, wir machen einen Kirschblütenlauf und das ist eine Veranstaltung, die für die Kärntner Kinderkrebshilfe viel Geld zusammengebracht und da sieht man auch diese Solidarität unter sportaffinen Menschen, da kommen ein Haufen Leute, sind dabei. Wir haben jetzt zwar einmal aus organisatorischen Gründen eine Unterbrechung machen müssen, aber sonst haben wir eigentlich im Schnitt immer zwischen 25.000 und 30.000 Euro da jährlich der Kinderkrebshilfe übergeben können und da sind natürlich immer Top-Athleten wie der Markus natürlich vorne wieder als Vorbilder wieder dabei,
wenn wir sie brauchen. Und das ist dann schon auch wieder ein super Zeichen. Da sieht man auch immer dann die Vorbildwirkung, die Top-Athleten einfach auf die Jugend und auf die Gesellschaft ausstrahlen. Also immer wieder sehr bemerkenswert. Du hast jetzt gerade ein bisschen von so einer Zeitreise ein bisschen erzählt. Ich habe mir das notiert, nämlich am 16. Jänner 2022. Da ist unsere 43. Folge von Einwürfe, der Sportpodcast, erschienen, mit dir als Gast, und wir haben ein bisschen geplaudert, unter anderem auch über die große Marke Kärnten Sport. Ich glaube, auch da hat sich einiges getan. Vielleicht in kurzen Zügen, was ist Kärnten Sport, und wenn wir schon vorher so geredet haben im Vorgespräch, damit man Unterstützung haben kann von Kärnten Sport, von der Kärnten Sportfamilie, wie du es immer auch in den Pressekonferenzen etc. bezeichnest. Was muss man dafür machen, damit man da aufgenommen wird und Teil von dem Ganzen ist? Also ganz zentral ist es, Kärnten Sport ist ein gemeinnütziger Verein, der außerhalb der Landesförderung betrieben wird, den es jetzt seit 23 Jahren gibt. Mit großer Unterstützung von Beginn an von der Kellag, das ist der Hauptsponsor. Seit ein paar Jahren haben wir auch die Generale mit an Bord gebracht. Und da werden 130 Athleten mit dem Sponsorgeld, das zur Verfügung gestellt wird, mit den ersten Sponsorverträgen ausgestattet von uns. Und zusätzlich machen wir aber auch Medienschulungen. Jetzt war es natürlich ein bisschen Corona-bedingt geschuldet. Ich wieder mal einer, der die Ausrede Corona hernimmt. Aber es war einfach so, dass gewisse Dinge nicht jetzt so regelmäßig waren, aber wir starten jetzt wieder durch, wo wir die jungen Leute sozusagen einschulen wollen mit Profis, dass sie auch vor Kameras und bei kritischen Fragen von Journalisten dann auch bestehen. Und dazu haben wir ein Unfallversicherungspaket, dazu haben wir ein kleines Mobilitätspaket. Spitzensportler müssen immer schnell von A nach B zu ihren vielen Trainings und Wettkämpfen. Und wir haben für alle 130 die Möglichkeit, die der Markus hat, nämlich, dass sie vom Olympiazentrum Kärnten rundum betreut werden. Sie brauchen sich aus unserem Angebot einen Sportmenüplan, sozusagen nur das ausnehmen, was sie brauchen. Und das sind die Vorteile. Und wie gesagt, die 130 gehören wirklich zu unseren Top-Nachwuchsathleten, wo es bestätigt ist, auch durch die einzelnen Verbände, dass sie ihre nationalen, internationalen Erfolge auch schon erbracht haben. Also sind wirklich die Top-Leute. Das heißt, Leistung erbringen. Leistung erbringen. Dann bestätigen lassen. Und dann einen Antrag stellen bei uns. Rechtzeitig den Antrag stellen. Sind wir ganz streng. Ja. Und was dann heißt dann rechtzeitig? Gibt es da erst Heuer ist vorbei. Heuer ist vorbei. Grundsätzlich ist es vorbei. Es ist jetzt fürs nächste Jahr, sind die Verträge jetzt gerade wieder beim Unterschreiben und Entsenden. Die Kellag und die Generale haben uns jetzt gerade wieder für 2 Jahre alles abgesichert. Also da sind wir sehr glücklich darüber. Und ich sage, es ist nicht das große Geld, aber es ist so der erste Einstieg und ein bisschen begleiten. Die Marke Kärnten Sport, die ja eine positive Marke ist. Der Sport ist an sich positiv besetzt und wie gesagt, so wird die Marke Kärnten durch die Sportler weltweit repräsentiert, und da sind wir sehr, sehr stolz und glücklich drüber. Der Markus ist auch so ein Beispiel, glaube ich, der das immer wieder zeigt. Das heißt für mich nur einmal zusammengefasst, 2023, also heuer, Leistung abrufen, bestätigen lassen und für 24 den Antrag stellen. Am Jahresende, Am Jahresende heißt in die letzten 2 Monate, oder? Ja, so in etwa, ja. Wir sind ja immer in Kontakt, wenn es Fragen gibt von Sportlern oder von Vereinen, Verbänden, unser Team ist ja immer rund um die Uhr im Einsatz. Also wir haben ja doch in Summe im Kärntner Sport, weil die Kärntner Sportfamilie ist die Kärntner Sportfamilie, aber die Kärntner Sportfamilie ist ja natürlich durchaus größer und hat ja doch, wir haben 1600 Sportvereine in Kärnten mit ca. 180.000 Mitgliedern, die in den Vereinen sind. Also das ist schon eine riesengroße Geschichte, und wie gesagt, wir sehen uns als Servicestelle für die Athleten, für die Funktionärinnen und Funktionäre, für die Trainer, für die Eltern, für alle eigentlich, die mit Sport zu tun haben. Mindestalter und Maximalalter? 15 Jahre mindest, und wir haben maximales Alter jetzt nicht wirklich ans Volk gesagt, aber schon natürlich, dass wir den Jungen so den ersten Schritt ermöglichen, die ersten 3, 4, 5 Jahre, so wie der Markus gesagt hat. Dann kommen ja, wenn der Weg erfolgreich weitergeht, kommen ja andere Sponsoren, die höher dotiert sind, die größer und besser noch helfen können als wir. Aber so der erste Schritt, das ist unsere Aufgabe, die wir da bewältigen. Tolle Sache. Auf alle Fälle. Aber jetzt sind wir wieder zurück zum Thema Paraski. Ja, das ist mir, weil deswegen machen wir das ja da eigentlich. Markus, was mich einfach interessiert, ich selbst bin ja nur bei der WM Zweiter geworden. Wie ist denn das eigentlich, wenn man bei Olympia gewinnt? Was passiert da in dir als Sportler? Wie sind die Tage danach? Wie ist die Zeit danach? Erzähl ein bisschen was, bitte. Ja, es war 2014, also schon länger her. Aber sehr beeindruckend auf alle Fälle, und das ist nach wie vor eine schöne Erinnerung, mein Highlight eigentlich, mein Karriere-Highlight, das kann ich schon sagen.
Ja, das war eh das erste Rennen, weil normalerweise ist es ja so bei den Paralympics, und dass zuerst Abfahrt ist, Super-G, dann ein, zwei Tage Pause. Und dass ich gleich in der Abfahrt zugeschlagen habe, das war ja nach den Trainings nicht wirklich so überraschend. Also ich war schon als Favorit gehandelt damals, aber du musst ja dann auch den Rückstand halten. Und ja, dann das erste Mal oben stehen am Podest oder ganz oben stehen und die österreichische Hymne hören in Russland, damals in Sochi, war schon beeindruckend. Und dann habe ich halt nach der Zeremonie im Österreichhaus noch geschwind für die Sponsoren den Schaum von einem Bierwagen getrunken. Schrecklich. Nur den Schaum. Nur den Schaum. Wirklich. Klar. Am ersten Tag nur den Schaum, weil wir haben ja wieder zurück ins Bett oder ins Olympische, Paralympische Dorf, weil am nächsten Tag ja Super-G war. Und da habe ich dann zugeschlagen, auch wieder zugeschlagen. Und dann, was war dann mit dem Schaum? Dann war der Schaum nicht nur das Einzige. Und das war schon so, ich habe das Glück gehabt, dass Familien und Freunde, also insgesamt 14 Leute waren unten in Sochi, richtig schön. Und im Österreichhaus haben wir uns dann eben ein bisschen länger haben können. Und ja, da ist dann schon auch gescheit bei meiner Familie Post abgegangen. Ich habe, kann ich jetzt eh sagen, schon ein bisschen länger ausgehalten. Und ja, habe eigentlich den Erfolg da in vollen Zügen genossen, weil ich gewusst habe, ich habe jetzt 6-7 Tage frei, und der letzte Bewerb war der Riesentorlauf, der ja auch mit der Bronzemedaille ja sehr, sehr gut. Nicht so blöd eigentlich. Sehr, sehr gut gegangen ist. Kann man schon mal so machen. Nimmt man halt mit, ja genau. Und da habe ich dann halt drei Tage vorher mich wieder voll fokussiert auf den Riesentorlauf, habe dann noch ein Training. Bin ich noch in Sochi gefahren, Riesen, während die anderen die Superkombi, glaube ich, gefahren sind. Und dann ja, war ich wieder voll fokussiert. Und im Prinzip waren es perfekte 17 Tage. Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig. Damals auch, dass ich einen Zimmerkollegen gehabt habe, mit dem ich nicht nur über Skifahren geredet habe, sondern wir waren auf derselben Wellenlänge. Und ja, da haben wir über alles geredet, außer über Skifahren im Zimmer. Und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um einfach das Drumherum auszublenden. Weil wir haben ja, Parasport hat ja relativ wenig Fans im Ziel, sagen wir mal so. Und bei den Paralympics sind schon 8000, also die Tribüne war ausverkauft. Dann schaut da der Putin beim Super-G noch zu. Ja, das sind halt einfach Faktoren. Ich meine, das weißt du jetzt oben am Start nicht, aber noch beim Abschwingen hast du ihn halt gesehen. Aber es sind halt einfach Faktoren, die schon nicht so selbstverständlich sind bei uns und mit denen du umgehen musst. Und da bedarf es auch Kommunikation, die nicht nur über Skifahren geht jetzt im Zimmer, sondern halt auch über alles andere. Hashtag keine Details. Naja, es waren schon damals, Thema war vor allem Mädels halt und über 22 damals. Also war schon recht interessant im Zimmer. Jetzt habt ihr mir voll den Ball zugespielt, ich muss da direkt einhaken. Und zwar, wir haben über Vereine geredet, wir haben über Parasport, Paraskisport geredet. Arno, sagt dir eigentlich die Parasportinitiative vom Landesskiverband was? Selbstverständlich. Ah, du kennst das? Selbstverständlich. Da ist der Ball jetzt super hergespielt, der Ball im Wintersport. Der Schneeball. Der Schneeball, ja, das ist ein Schneeball, den haben wir umgeschossen. Ja. Ich wäre nicht müde, das zu betonen. Der Markus ist also ein Typ, der ja das, wo es um was geht, dann auch anspricht. Und der Markus hat auch immer wieder uns angestupst und gesagt, hey, wir sollten gemeinsam alle uns mehr Initiativen und Möglichkeiten suchen, dass wir Menschen mit einer Behinderung auch zum Sport bringen, junge Leute vor allem. Und diese Schwellenangst zu nehmen, dass Kinder oder die Familie sich nicht zum Verein getrauen und umgekehrt die Vereinsfunktionäre, Trainer auch ein bisschen scheu manchmal haben und nicht wissen, wie geht er damit um mit dem Thema. Und da hat der Markus die Idee gehabt, dass man seinen Leitfaden entwickeln sollte. Und jetzt wart ihr die Ersten, die das wirklich angegangen sind. Und wir haben gesagt, wir sind ein bisschen faul, wir lernen uns jetzt ganz kurz zurück, warten wir, bis ihr fertig seid. Und ich übernehme das dann unter der Federführung von Markus mit seiner Mithilfe als Testimonial. Dann gemeinsam, dass wir es für andere Sportarten natürlich auch ausbreiten. Und ich muss sagen, ich habe in der Zwischenzeit schon viele Gespräche gehabt, auch mit Parasportverantwortlichen. Und das ist ein sehr breites, sehr komplexes Thema, das nicht so einfach zu bespielen ist oder zu bewältigen ist.
Und man braucht eine Zeit lang, dass man wirklich versteht, um was es da geht, die Unterschiede, die komplexen Formen. Also das ist schon ein langer Weg. Du, was ja, wenn man jetzt einen Profi fragen, hätte ich gesagt. Ja. Weil und der Markus wird uns das gut erläutern können. Der Markus, wir haben das jetzt zusammen. Also ich hab das gehört, ich habe das aufgenommen, ich habe da den Ball umgespielt, habe gesagt, hey, machen wir da jetzt wirklich mal, ziehen wir es einmal durch, informieren wir mal die Vereine. Und auf das hin hat es eben diese Parasport-Initiative von uns gegeben. Markus, kannst du dich noch erinnern auf die Inhalte? Magst du uns da nur so ein bisschen durchführen? Ansonsten helfe ich dir, ich habe mal ausgedruckt da. Also. Da kannst du mir gerne helfen, aber es hat schon ein bisschen länger gedauert, bis du das Konzept in der Hand gehabt hast, kann ich mich noch gut erinnern. Im Prinzip soll das Konzept dienen, um eben ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Parasport zu lenken, beziehungsweise halt auch zu zeigen, was eben Kinder, Jugendliche kennen, beziehungsweise die Trainer und Verantwortlichen auch ein bisschen fürs Auge führen, was eigentlich möglich ist, beziehungsweise wie man das auch fördern kann, den Parasport. Und ich denke halt einfach schon, ich sehe es ja bei mir selber, durchs massive Training, beziehungsweise durch das ständige, kontinuierliche Training, was ich körperlich für einen Sprung gemacht habe, und die wird ganz anders um die Ecken kommen, wenn ich einfach muskulär nicht so gut benannt war, wie ich jetzt. Und das ist einfach meine Idee gewesen, dass es auch wahrscheinlich viele nicht wissen, wenn man einfach Sport halt auch macht, dass es mehr Wert hat, nicht nur als den sportlichen Erfolg, sondern auch dir was fürs Leben bringt. Mhm. Weil sei es jetzt bei mir und meiner Behinderung oder wenn jemand im Rollstuhl sitzt mit einem Querschnitt und körperlich gut benannt ist, dann tut er sich im Alltag auch leichter. Mhm. Und das kann natürlich der Sport perfekt bewirken. Weil das Thema war ja das, ich habe mit Markus da schon öfter mal drüber geredet und dann bin ich halt eben im Büro, im Verbandsbüro drin gesessen und habe mir gedacht, so ja, eigentlich, es gibt sicher sehr viele Parasportler, ja, egal ob die jetzt einen Skisport machen oder einen anderen Sport, es gibt sehr viele, die das machen könnten, ja, die irgendeine Behinderung haben, sei es durch einen Unfall oder sei es angeboren, aber wie kommen wir dazu? Das ist für einen wie mich, der irgendwo in einem Büro sitzt, ganz schwierig. Und da haben wir mit Markus dann eben gemeinsam diesen Leitfaden da kreiert, wo man einerseits sagt, okay, Aufklärung, was ist der Parasport? Ja, einmal, es gibt sitzend... Stehend und blind, genau. Genau, ja. Diese Themen, dann mit der Zeitrückständen oder beziehungsweise Vorsprung. Das Track-System. Genau, einfach diese ganze Erläuterung konkret zum Skifahren, das war das Erste. Das Zweite ist auch, die Vorteile herauszuheben, wie du schon gesagt hast. Erstens, man kriegt eine Perspektive. Zweitens, das Thema Inklusion, das heißt, du wirst in Vereinsalltag mit eingebunden. Und deswegen ist es zum Dritten auch noch, du hast das Umfeld und alles. Also das ist alles ein wichtiges Thema, um halt eben dem Menschen, der da vielleicht eh schon gehandicapt ist, durch irgendein Ereignis eine Perspektive und am Ende vielleicht sogar einfach ein erfolgreiches, besseres und ein cooles Leben eigentlich zu ermöglichen. Ja. Und das geht halt einfach dann am Ende nur mehr über die Vereine, die ja bei uns, wir haben über 80 Vereine in ganz Kärnten verteilt, die durchaus wissen vielleicht, ja, so hoffen wir, okay, da ist jetzt was passiert oder da gibt es jemanden. Das wäre diese Initiative. Wie gehe ich dann mit dem um? Und dann ist der Leitfaden eben das Ganze plus, wie gehe ich dann konkret mit den Menschen um? Okay, acht drauf, wer könnte in Frage kommen? Zweitens, nimm Kontakt auf. Drittens, integrieren in den Alltag, ins Training. Vor allem auch, schau, dass deine Mitglieder, mit denen er dann in der Gruppe ist, dazu lernen, damit umzugehen. Ja? Und dann eben ganz wichtig, auch, ruf zu uns an im Skiverband, weil ich habe nämlich eine tolle Sache. Und zwar ist Haslacher, du hast das nicht umsonst mit, das ist dein Kopfsponsor. Genau. Der aber auch, dem der Parasport Champer sehr am Herzen liegt, sagen wir so. Die haben uns extra für die Paraskisportler ein kleines Budget gegeben. Gar nicht so klein eigentlich, ja, ich werde jetzt keine Zahlen nennen, aber es ist was da, dass wir eben diesen Nachwuchs Paraskisport fördern können. Und schaut mal da noch zu eurer Linken, da haben wir noch zwei Ski vom Fischer gekriegt, die wir auch im Zuge. Mit Unterschriften von Kathi Truppe, Marco Schwarz, alle, die bei uns waren, die werden wir auch im Zuge unseres Podcasts jetzt dann bald versteigern. Ja. Genau. Also Ziel von dem Ganzen ist es, Geld zu machen, ja, und deswegen dürfen alle Gäste, die wir bei unserem Skistammtisch interviewen durften, haben sich darauf eingetragen, signiert, und das wird am Ende unserer Stammtischreihe
wird das dann eben versteigert und es kommt einem Sportler zugute, nämlich einem Parasportler. Darauf haben wir uns geeinigt. Darauf haben wir uns geeinigt, weil es uns allen am Herzen liegt. Und irgendwie war das auch der ausschlaggebende Punkt, wieso ich zum Patrick gegangen bin, war unser Gespräch, unsere Initiative. Jetzt haben wir so viele Serien gemacht und das war eigentlich das, was ich unbedingt machen wollte, weil das müssen wir angreifen. Da muss was passieren. Ich freue mich drauf, dass da auch hoffentlich dann dementsprechend die Leute ein bisschen Rückmeldung kommt. Oder? Ja, das war wichtig. Das wäre wichtig, ja. Also das ist ganz wichtig, dass wir sichtbar machen. Ganz wichtig. Ganz wichtig, wir haben jetzt beispielsweise bei uns in einer Sportförderung implementiert die Fragestellungen, gibt es von euch im Verein Initiativen zum Thema Parasport? Ist ein Kriterium, um Sportförderung zu kriegen. Das andere, bei allen Bauten natürlich schauen wir sowieso, dass die Barrierefreiheit, das ist ein ganz zentrales Thema. Das haben wir ja drauf gekommen, dass man in natürlich über die vielen Jahre, wo halt Clubhäuser etc. gebaut worden sind, halt auf das Thema noch nicht so eingegangen worden ist, aber seit geraumer Zeit ist das ja ganz ein klares Kriterium, dass wenn irgendwo was umgebaut wird, dass man das auch dementsprechend adaptiert. Und so eine Dinge können einfach weiter gefördert. Aber ich sage, das ist halt natürlich auch wichtig, wenn man, und da bin ich jetzt wieder ganz beim Beginn, wenn man sagen, mit Markus hat so einen Typen, dass man in seinen Sog sozusagen mit diesen Leitfaden jetzt für einen Skisport natürlich einerseits, aber andererseits auch überhaupt für einen Parasport im Allgemeinen da gemeinsam arbeiten. Das sagt überall, wo wir bis jetzt mit dem Thema aufgeschlagen haben und darüber diskutieren, es sind ja die Tieren offen. Es ist ja so, dass wir Unterstützung kriegen. Du musst in Wahrheit musst nur anstupsen und auch teilweise abholen. Und wie gesagt, das werden wir als Land ganz intensiv jetzt als Initiative unterstützen. Wie gesagt, nicht nur unterstützen, sondern uns selber als Lokomotiv hinstellen. Weil wir eben sehen, wie viel Nachholbedarf wir da noch teilweise haben. Das wäre sozusagen das Ziel von Arno Arthofer in der Öffentlichkeitsarbeit. Normal mache ich ja nie ein Neujahrs, irgendwie so fürs Neue, irgendeine Vorsätze. Aber das verspreche ich, ja, dass wir da uns heuer im 2023er Jahr ganz intensiv damit auseinandersetzen werden. Okay, super, danke an der Stelle. Markus, ich möchte den Schneeball wieder dir zuwerfen. Was sind so deine Ziele von dieser Initiative? Ja, also meine Ziele sind primär, dass wir potenzielle Parasportler zum Sport bringen, dass man Jugendlichen und Kindern eine Perspektive aufzeigt, auch denen, die jetzt nicht so ein sportfernendes Umfeld haben, wie ich gehabt habe. Und wenn man weiß, es gibt auch Sommersport im Parasport sozusagen, also es stehen alle Türen offen und der Parasport, der lechzt ja nach Nachwuchs. Und ich glaube, da ist vieles möglich, weil an der Sport eine Perspektive bietet. Wunderbar zusammengefasst. Und ich glaube auch, so tragisch wie das Schicksal vielleicht auch manchmal sein möchte, ja, wenn es geht, oder es passiert ja relativ schnell einmal dann ein Unfall, wo er dann wirklich auch etwas zurückbleibt. Wie schnell geht es dann eigentlich, dass einem vielleicht der Sport sogar hilft, dass man sozusagen nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern auch relativ rasch nach oben geht, oder? Also der Sport ist absolut wichtig und richtig. Sport resozialisiert und wenn man das anschaut, zum Beispiel auf der Piste, der Schnee ist der perfekte Untergrund, um eben jetzt Parasportler und Nichtbehinderte dasselbe Hobby ausüben zu lassen, weil als Querschnittgelähmter kannst du in einem Monoski sitzen und runterfahren, wenn halt gröbere Behinderung hast, kannst mit einem Skilehrer und du sitzt in einem Biski zum Beispiel drin und kannst trotzdem mit der Familie mitfahren und halt auch das Hobby, das gemeinsame Hobby auch genießen. Oder wenn du eine Sehbehinderung hast, hast einen Guide und kannst trotzdem Skifahren und bist trotzdem mit eingebunden. Und das ist auch, glaube ich, der soziale Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist und eben auch dann wieder hilft, aus dem Loch, würde ich es mal nennen, auch rauszukommen. Ja, wunderbar zusammengefasst und danke, dass du da jetzt dann auch Beispiele genannt hast, weil ich beispielsweise habe das jetzt nicht gewusst, welche Möglichkeiten es da gibt. Okay, ich sage, okay, fällt mir vielleicht der Fuß okay mit an, aber querschnittgelähmt, Monoski etc., wirklich toll. Ja. Die Frage darf natürlich zum Abschluss an unsere Gäste nicht fehlen, nämlich das Thema Highlights. Du hast das heute schon ein bisschen angerissen, Markus, deswegen beginne ich mit dir. Wenn du so zurückschaust, Thema Highlights, was war so für dich, egal ob das jetzt in sportlicher Hinsicht oder in privater Hinsicht, der Highlight war vielleicht eine coole Reise, irgendjemanden getroffen, vielleicht sein Vorbild getroffen oder einen schönen Moment gehabt. Wenn du so zurückblickst, was war so für dich ein Highlight oder mehrere Highlights?
Ja, sportlich. Natürlich waren die Paralympicsiege 2014 ein Highlight. Highlight war, dass der Matthias Mayer 3 Wochen vorher am selben Berg auf der selben Piste genau 600stel, so wie ich, schneller war wie der Zweite. Das war sicherlich auch gut für mich, auch medial gesehen. Und rein sportlich gesehen war sicher der Super-G bei den Paralympics 2022, also in China letzte Saison, war das, was eigentlich mein Masterpiece sozusagen war. Der war richtig gut und da war unser Vorgängertrainer, der selten zufrieden war, war sehr, sehr zufrieden damit. Leider nur zu Silber gereicht, aber das war richtig gut. Und ja, ich meine, privates Highlight ist sicher auch, dass ich eigentlich angekommen bin mit meiner Freundin, mit der Lisa. Haben ein gutes Einvernehmen und wir haben auch private Ziele, was auch wichtig ist, auch ein bisschen abseits vom Sport zu schauen. Ich habe mein Studium, mein Bachelor abgeschlossen. Das war auch sicher für mich ein Meilenstein, weil halt einfach ich finde, dass neben der athletischen Ausbildung und neben der Karriere auch die Bildung nicht zu kurz kommen sollte. Bachelor in, muss ich jetzt nachhaken. Medien und Kommunikation. Ah, in Klagenfurt, da gibt es das Spitzensportstudium, wo ja auch der Herr Atoper ein Mentor ist, glaube ich, oder? Da werden wir gleich mal nachhaken, ja. Ist das ein Highlight vielleicht sogar auf dem Arm, dass es das gibt, oder? Ja, wenn du mir, also beim, mache ich es gleich, wenn der Markus jetzt das Sportliche. Ja, gerne. Da habe ich so viel, genauso wie heute, so lässige Erlebnisse gehabt, die letzten 10 Jahre. Ich habe das große Glück, dass ich die Funktion ausüben darf, weil es mir einfach riesen Spaß macht mit Sportlerinnen und Sportlern. Die Themen sind immer lässig, die Leute sind lässig. Also da ist jeder Tag, den ich in die Arbeit gehen kann, ist für mich ein Highlight-Tag. Es ist immer wirklich toll. Und die privaten Geschichten sowieso, dass man ich bin auch ein Familienmensch und sehr gerne in den Familien- und Freundeskreis eingebettet. Das funktioniert bei mir auch sehr gut. Aber ein besonderes Highlight, wie der Markus es gerade gesagt hat, das ist genau das, über was wir uns permanent Gedanken machen müssen sollen. Wie bringen wir den jungen Leuten diese Werte, die man über den Sport, über die man zubekommen kann, Werte wie Respekt, Fairness, Toleranz, wird immer so propagiert und so weiter. Es ist aber schon, dass man sich auch Ziele setzt, die dann umsetzt, wo man hart trainieren muss, dass man dort nicht hinkommt. Das Gemeinschaftsgefühl in einer Mannschaft beispielsweise, zusammen gewinnen, zusammen verlieren, aber auch und so weiter. Aber natürlich auch ein ganz zentrales Thema, der Sport ist eins. Aber viele Leistungs- und Spitzensportler sehen dann auch, dass man Ausbildung in welcher Form auch immer auch braucht, weil das Leben geht ja nach einem aktiven Leistungs- und Spitzensport auch weiter. Und da sitzen ja Protagonisten da, das ist mir eben ein ganz großes Anliegen, SSLK, Schulsportleistungsmodell. Da war ich noch nicht bei den Gründungsvätern, aber beim Spitzensport und Studium war ich von Beginn an dabei und darf auch im Auswahlgremium noch dabei sein und Mentoren sozusagen Aufgaben übernehmen. Und ganz wichtig auch natürlich, damals in Klagenfurt hat es immer das Thema gegeben an der Uni, so viele gehen weg von Klagenfurt, Spitzensportler, weil sie in andere Städte ihr Studium machen. Jetzt haben wir zumindest geschafft, dass wir das Lehramtsstudium Sport und Bewegung in Klagenfurt haben, auch mit Unterstützung Stadt und Land. Und das ist der nächste Meilenstein und da war ich auch von Beginn an dabei und das sind so die Highlights. Da freut man sich dann immer wieder, wenn man sieht, die Bissermeilensteine ins Gelingen verliebt ist, nicht ins Scheitern. Ich habe es gern, wenn man die kleinen Vögelchen zum Fliegen helfen kann und so. Das sind Projekte, die echt lässig sind. Und wenn man dann Leute da sitzen hat, mit denen man plaudert, die diese Projekte umsetzen, das ist schon absolut genial und ein Highlight. Wunderbares Schlusswort, hätte ich gesagt. An der Stelle darf ich mich bei euch beiden recht herzlich bedanken, dass ihr die Zeit gefunden habt. Danke dir, lieber Markus. Ja, endlich. Danke. Wir haben eigentlich immer Zeit. Danke vielmals. Danke schön für die Zeit und danke auch dir, lieber Arno. Gerne, sehr gerne. Und Hanno, wie immer, auch du ein Highlight. Absolut. Ja. Danke. Ja, so schnell geht wieder eine Folge von Einwürfe der Skistammtisch vorbei und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Die Krone und ich. Kronenzeitung.